Die Bilanz am Tag danach liest sich positiv. Der Landkreis Wittmund sei glimpflich davongekommen, vermeldete Landrat Matthias Köhring am Freitagmorgen. Auch wenn das Einsatzgeschehen überschaubar geblieben sei, habe sich gezeigt, dass der Landkreis für solche Szenarien gut gewappnet sei, sagte Köhring. Ähnliches geht aus einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven-Friesland hervor. Im Zusammenhang mit Sturmtief Xaver sei es glücklicherweise zu keinen Personenschäden gekommen, heißt es. Dennoch, im Stadtgebiet Wilhelmshaven stürzten mehrere Bäume um. Zudem wurde die Deichschad am Nassauhafen am Donnerstag gesperrt. Die dortige Brücke stand auch am Freitag noch unter Wasser. Ebenso landunter in Bensersiel. Seit dem Donnerstagabend stiegen die Pegelstände an der Küste laufend an. Am Freitagmorgen erreichte die Sturmflut gegen 1 Uhr den Höchststand, 9,14 Meter in Bensersiel. In den Nachmittagsstunden des 6. Dezember ging das Wasser wieder zurück, überflutete aber immer noch Teile der Hafenanlage, wie der Blick aus dem Fenster des Strandportals verdeutlicht. Auch im benachbarten Neuharlinger Siel schlugen die Wellen gegen das Sieltor, doch das hielt den Wassermassen stand. Auf den Inseln seien hingegen erhebliche Dünenbrüche zu verzeichnen, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz mit. Das öffentliche Leben normalisierte sich am Freitagmorgen. Die Nordwestbahn nahm ihren Betrieb wieder auf, am Donnerstagnachmittag war ein Busnotverkehr eingerichtet worden. Die Schulen blieben aufgrund der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes auch am Freitag geschlossen. In den Kreisen Friesland, Wittmund und Aurich durften die Schüler zu Hause bleiben.